Haben die uns einfach mal umgehauen. Da war ich wohl ein bisschen zu unvorsichtig. Aber gut, dafür weiß ich, Alter, geil. So ein Dingens hier, so ein, Sprang-Gerät. So, na komm, wo bist du? So, pam, pam, pam. Gibt's ein paar auf die Gurschen, wie der gute Andi sagen würde. So, da haben wir noch ein paar Spielkameraden. Die können wir uns natürlich mal eben schnappen. Na. Komm, Alter, wieso gehen die nicht drauf? Oh, erstmal heilen. Oh. So, den haben wir. Oh, 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 oh. Alter. Diese verdammten Drecksäcke da vorne. Ach, guck mal, hier haben wir ja so eine praktische Stellung. Das ist gar nicht. So, den haben wir auch. Und hier an der Seite. So, okay. Haben wir die auch erledigt? Bei uns sind diesmal ausnahmsweise noch alle Waffenverstecke da. So, alles hier erledigt. So. Ich weiß ja nicht, ob die hier so einen Autofriedhof starten wollen oder so. Sieht nämlich danach aus im Moment. So. Eieiei. Oh, ich bin aus dem Weg, Jack. Haltet eure Position! Ich war's nicht. Was auch immer du willst, Jack. Wo bin ich? Was meinst du hier? Das ist aber richtig geraten, mein Freund. Oh, 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 wo ist der? Wo ist der? Da. Ein Glück. Ein Glück sind wir da noch weggekommen. Jetzt ist fast erledigt. Alter, ich heile mich lieber nochmal. Wir haben ja jetzt leider keine Spritzen mehr. Bisschen doof, aber naja. Sollte man eigentlich auch so schaffen können. So. Okay. Soweit, so gut sind die schon hier drin. Ganz hinten. Oh, 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 oh. Jack, 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 Jack. Wilde Jacks. Wilde Jacka. Quasi gerade zu Februar ganz passend. So. Alles klar. Perfekt. Aber vorher hole ich mir schnell Muni. Muni, Muni, Muni. Hä? Was soll das? What the? Was war das denn? Hat er sich auf einmal einfach im Kreis gedreht die ganze Zeit? Wir brauchten Jahre, um diese Waffen zu sammeln. Es wird ein langer Weg, bis Kyrat wieder das Alte ist. Jakfar, Mission beendet. So, haben wir das mal erledigt. Oh, das ist Muni. Danke. Oh, Muni, Muni, Muni. Muni nehme ich immer gern. Hier ist das alte Longinus-Quartier. Hagan habe ein paar Krieger des Goldenen Pfades gefangen. Sie sind so gut wie tot. Ah ja. So, sammeln wir uns hier nochmal ein weißes Blättchen. So, was haben wir denn jetzt hier? Fähigkeiten, zwei Fähigkeitenpunkte. Können wir mal hier den Karma-Boost voll aufleveln. Brauchen wir eigentlich überhaupt nicht, aber ist ja auch egal. So, was ist denn das? So. Fokusspritze. Überlebensspritze, Jagdspritze. Nehmen wir natürlich erstmal, oder? Oder machen wir das? Da haben wir schon zwei. Egal, machen wir erstmal das hier. Ja, kann auch nicht schaden, denke ich mal. Wie sieht es denn aus hier mit den ganzen Sachen? Ja, wie ich mir gedacht habe, das sind nur noch diese Sonderfälle. Wortwörtlich. Sollen wir da Munitionstasche auch nochmal? Hm, das wäre eigentlich gar nicht so blöd. Andererseits, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Hm, warte, was haben wir denn nochmal für Waffen dabei? Wir könnten die hier... Eventuell diese da, Seitenwaffe, weißt du? Guten Tag. Wobei M97 doch ist auch eine Seitenwaffe auf jeden Fall. Könnten wir die hier vielleicht gegen diesen fetten Granatwerfer austauschen, dann quasi das Ding da hinsetzen. Oder so, ne? Wäre natürlich eine Möglichkeit. Ob man das dann machen möchte, mal gucken. So, hier können wir nur umtauschen, das wollen wir auf gar keinen Fall, so viel steht fest. So, Amita wollen wir auch noch nicht, denn das ist ja leider schon die letzte.
Da haben wir noch eine Shangri-La Tanka Dingsbums. Jetzt reise ich nochmal schnell nach Warschakott in der Hoffnung, dass hier nochmal so ein schöner Gyrokopter ist. Wäre natürlich absolut super. Ja, ja, ist ja gut. Erstmal müssen wir ein bisschen was verkaufen. So, und dann müssten wir eigentlich auch Muni einkaufen. 87.000 ist mir zu teuer gerade. Wir finden bestimmt noch was, dann hole ich mir lieber das Upgrade. Habe ich das nämlich fertig. Beziehungsweise, ich kann mir nochmal für das restliche bisschen, hole ich mir auch nochmal... Na, Mist. So. Das restliche bisschen habe ich mir jetzt auch nochmal Muni geholt, dass wir überhaupt irgendwas haben. Kann ja nicht schaden. Und hier ist auf jeden Fall ein Gyrokopter. Perfekt. Das heißt, das können wir uns merken. Hier ist jetzt immer ein Gyrokopter. Den können wir uns auf jeden Fall jedes Mal holen. So, und ich weiß nicht genau. 2000 Meter. Oh, und da sind irgendwo Gegner, habe ich gerade gemerkt. Hier ist noch ein unbekannter Ort. Wir müssen auf jeden Fall da außen rum. Ich überlege gerade, ob wir einfach hier hinfliegen. So, die Tanker sieht man ja ganz gut. Das sind die letzten beiden. Okay, das ist gut. Auf jeden Fall. Hallo? So, da geht's lang. Okay, ist noch weiter weg, aber egal. Spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Wir fliegen jetzt einfach mal eben dahin. Ich weiß, es dauert jetzt ein bisschen länger, aber dafür haben wir dann die letzten Tankers mitgenommen. Dann holen wir uns gleich noch einen Außenposten. Beziehungsweise, wir holen uns jetzt eine Tanker, dann holen wir uns noch Außenposten und dann holen wir uns die nächste Tanker, ganz einfach. Schauen wir einfach mal, was wir so alles fertig bekommen. Ich denke mal, sehr viel werden wir hier nicht mehr zu tun haben. Ne, um das schon mal anzukündigen, ich glaube nicht, dass das Spiel noch sehr lange gehen wird. Schließlich stehen wir schon kurz vor der letzten Hauptmission. Ich weiß auch noch nicht, ob ich DLCs noch spiele, die danach noch kommen. Weil es ja, wie gesagt, oder wie man gesehen hat, eher immer nur so eine Mission ist. Deswegen bin ich mir noch ziemlich unsicher, ob ich das machen möchte. Da muss ich nochmal gut drüber nachdenken. Wir müssen mal ein bisschen sinken. So, muss ich noch gut drüber nachdenken. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, was ich da jetzt genau machen möchte. Alter. So, dann sinken wir einfach noch ein bisschen mehr. Okay, und jetzt aber geradeaus bitte. Vielleicht noch ein bisschen runter, so. Das sollte auf jeden Fall reichen. Was sind eigentlich, wenn man jetzt von mir aus... Schon mal unten, sieht man das? Scheinbar nicht. So, hier mal vorsichtig wieder runter. Ich weiß nicht, dieses Flugzeug hat immer so Probleme hier, sich in der Luft halten zu wollen. So, 1400 Meter noch, Alter, das ist echt sau weit weg. Dann ist er noch im Wasser. Ich glaube, die verschwinden. Ach, guck mal, doch, hat man gesehen. Müsste man es so eigentlich auf dem Land sehen. Ja, doch, jetzt hat man es auf jeden Fall gesehen. Vielleicht waren wir gerade eben zu weit weg. Können wir mal so machen, ne? Gucken, ob das hier irgendwo ankommt. Okay, ja. Ja, ich würde eher sagen nicht, aber gut. Nur Seitenwaffen. Da haben wir noch das Ding. Na gut, sonst können wir ja nichts auswählen. Bleiben wir einfach mal auf dem Ding, ist ja egal. So. Rein hypothetisch müssten wir hier entlang. Sicher bin ich mir da jetzt nicht. Sieht aber danach aus. Da ist so eine Höhle auf jeden Fall, die habe ich gesehen. Aber hochkommen ist nur noch hier lang, oder nicht? Gucken, wie weit wir noch steigen können mit dem Teil hier. Ich bin da nicht so sicher, dass das bis zum Ende reicht. Okay, wir müssen jetzt runter. Wir haben keine... Oh, ah, was? Nein! Och, nö, das gibt's doch nicht. Soll ich jetzt nochmal den ganzen Weg hinter... Och, nö. Das kann doch jetzt nicht deren Ernst sein. Da bist du ja. Ich dachte, du kommst nicht zurück. Ach, Mann. Na super, jetzt dürfen wir den ganzen Weg nochmal zurücklegen. Alter, das gibt's doch nicht. Gnarf. Das ist jetzt... Ja, super. Mann. Und auch noch neu markieren müssen wir den auch noch. Mensch. Ah, nee, nee, ich will nicht nach da oben. Das Ding ist, wenn wir jetzt nach da gehen, dann liegen diese Außenposten einfach viel zu nah. Oder sollen wir einfach da hin und dann... Oder auf gut Glück, dass hier noch eins ist. Ich guck einfach mal, wo wir eigentlich sonst noch so ein Teil haben. Vielleicht haben wir ja Glück und es ist in jeder Festung einer und wir haben es einfach nur noch nicht gemerkt. Würde mir auf jeden Fall ähnlich sehen, denke ich mal. Sie sind tot.
Ah, natürlich ist hier eins. hier kommen wir raus. Irgendwie stecken wir im Boden so ein bisschen. So, ja, die da draußen heult irgendwie ein bisschen rum. Es ist mir gerade ein bisschen egal. Bevor wir jetzt hier einsteigen, zack, markieren wir uns das Ding. Das ist natürlich auf jeden Fall super, dass wir doch auf jeder Festung vielleicht so ein Teil haben. Sicher bin ich natürlich noch nicht, aber sieht so aus. Von daher wird schon hinhauen. Ja, was wollte ich denn nochmal sagen? Habe ich jetzt ganz vergessen. Ich wollte noch irgendwas erzählen. Was war das denn? Verdammt, weiß ich nicht mehr. Jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Ich wollte noch irgendwas... Genau, stimmt. Und zwar... So, Moment. Nochmal. Ja. Was geht das wieder los? Moment, ein bisschen runter hier. So, jetzt kann ich erzählen, hoffentlich. Okay, also, und zwar habe ich mir schon überlegt, was ich denn als nächstes angehen werde. Also als nächstes Projekt nach Far Cry direkt. Beziehungsweise direkt weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall nach Far Cry. Mal gucken, wann ich dann Zeit dafür finde. Im Moment ist Zeit eher sehr, sehr rar bei mir quasi. Ja, und ich habe mir auf jeden Fall da schon ein bisschen was überlegt. Mal ein bisschen was anderes auf jeden Fall. Habe ich auch, glaube ich, so in der Form noch gar kein Spiel von gemacht. Ich glaube tatsächlich, so ein Spiel habe ich noch gar nicht gemacht, so eine Art von Spiel. Ist auf jeden Fall ganz lustig, das Game. Weiß ich schon, habe ich schon mal gespielt. Und das werden wir auf jeden Fall mal explain. Was es jetzt ist, sage ich natürlich noch nicht. Das wäre ja langweilig, wenn ich euch schon alles verrate. Da müsst ihr schön geduldig drauf warten. Tut mir leid. Aber auf jeden Fall, was noch kommt, ist natürlich auch der zweite Teil von Deponia. Das werde ich auf jeden Fall noch mit angehen. Für alle Deponia-Fans, sage ich mal. Das kommt auf jeden Fall auch noch. Ihr müsst euch nur ein bisschen gedulden. Und jetzt speichere ich erstmal kurz. Nicht, dass wir gleich wieder hier weggehauen werden. Das war echt blöd mit dem Dingen da. Dass uns das einfach zerlegt hat. Vor allem so schnell. Das fand ich echt doof. So, Kalinkas Trumpf. Ort entdeckt. Haben wir noch eine schöne Pflanze? Was haben wir denn hier? Weißes Blatt. Ja gut, weiße Blätter. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und hier haben wir auch schon die Tanker. So, auf nach Shangri-La. Mal gucken, was uns bei unserem vorletzten Abenteuer in Shangri-La erwarten wird. घंटियों को बांधने वाला राक्षसा शंग्रीला को एक बेहद ऊंचे शिखर से देखता था। जैसे-जैसे हम राक्षसा के नजदीक जा रहे थे, दुनिया उतनी ही अजीब और विकृत होती जा रही थी। नाव पर पतंगे की चाह में शंग्रीला की अंधेरे से रक्षा करने के लिए अतुर था। Was haben wir denn da? Sind das nicht Hunis? So. Okay, wie es ausschaut, haben wir die schon alle in die Luft gejagt. Das ist natürlich super. Können wir uns nämlich schon mal nicht mehr belästigen. Klettern wir mal in Ruhe weiter. Das ist schon wieder ein Checkpoint, das heißt, hier kommt bestimmt irgendwas. Eieiei. So, mal schauen. Was haben wir denn hier auf der Kante? Na komm. Jawoll. Mehr Takedowns. Was? Alter, was? Was war das denn? Wir waren sofort tot. Hat uns jemand erschossen oder kam mir das jetzt nur so vor? Alter. Was war denn das? Einmal waren wir sofort tot. Alter. Ach, das waren diese Pfeile. So, komm schnell. Oh, zack. Den nächsten hoffentlich erwischt. Rette den Elefanten. Wollen wir natürlich.